Leute, das ist die Fortsetzung der 10. Abi mit Kennex-Folge. Schon wieder? Jeder macht auf einmal YouTube-Videos. Du Hurensohn, ich hab schon YouTube-Videos gemacht, da hast du noch in deine Unterhosen gejizzt. Ich jizz aber immer noch in meine Unterhosen. Ich schwör's euch, Leute, es gibt noch so eine andere Story, unnormal Lachkick. Guck mal, damals, bevor so Sommerferien waren, wollten die Lehrer bei uns, als wir in der Oberstufe waren, ein Frühstück machen mit den Schülern. Mach keine Auge, mach keine Auge. Halt so ein Abschiedsfrühstück, ganz normal, alles cool. Aber wieder müssen Kanaken Scheiße bauen, wieder. Und das war so geil, ich konnte nicht mehr. Ich werde diesen Tag niemals vergessen, wie ich abgekackt bin vor Lachen. Aber erst im Nachhinein habe ich darüber gelacht. Es geht nämlich um Folgendes. Wir sollten halt ein Frühstück machen in unserem Leistungskurs. Und jeder sollte dann Sachen mitbringen. Becher, Buttermesser, Gabel, Brötchen, alles mögliche, ne? Alles cool, jeder hat was mitgebracht, richtig cool, ne? Und danach, als dieses Essen vorbei war, ich schwör's euch, normal, jeder räumt Tisch auf, alles chillig und so. Und ihr wisst, wie manche Leute sind. Die haben dann irgendwie so eine Gabel in der Hand oder sowas und spielen damit ein bisschen rum. Ey, wisst ihr, was die dann gemacht haben? Ich konnte mich mit diesen Kennexen auch behindert, was die gemacht haben. Ich schwör's euch, da war ein Junge, der hatte so Buttermesser dabei und hat damit die ganze Zeit so rumgespielt, ne? Und als sie dann Pause hatten, stand er so bei uns im Oberstufengebäude und hat das Messer so rausgeholt und einfach so ein bisschen damit in der Hand so rumgespielt, ne? Und dann irgendwann mal guckt er mich so an, meint er so, Bruder, willst du beschnitten? Ich sitze im Junge, was willst du bitte? Sag mal, willst du nicht beschnitten? Boah, Bruder, Strafula, Bruder! Nimm dir so dieses Messer mit der Leite! Guck mal her, guck mal her! Ey, wie geht's nicht beschnitten? Kommen die alle so auf mich zu, die kennen schon so, Bismillah, Bismillah! Aber macht man sich eigentlich lustig, ne? Packen die mich so, ne? Von Panik bekommen die so, doch Bruder, du wirst jetzt beschnitten, wir bekehren mich jetzt und schlafen auf, 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 ne? Hab ich mich irgendwie so losgelöst, bin ich weggelaufen, ne? Auf einmal ist sie so, die gucken einfach weiter, fragen die den Nächsten so, Bruder, bist du beschnitten? Der so, du Bruder, normal, weil die zeigen, weil der in dem bisschen behindert, meint die, Leute, der ist nicht beschnitten, packen die sich so an, und der so, und dann hat das lustig, dass er mir gepackt wurde, ne? Auf und die so, bist du nicht? Packen die den Jungen, Leute, ich schwör's euch, packen die es nicht hin. Legen die den so auf den Tisch. Und die so, bist du nicht mit dem? Nehmen die so diese Messer. Gehen die so mal näher an seinen Körper, ne? Auf einmal kommt so Lehrerin oder so Pausen auf sich halt, ne? Kommt die so mal, die, was macht ihr hier? Und die Lehrerin hatte, glaube ich, Angst, weil das so eine ganze Horde Kanaken war, ne? Und die so zu der, wir bringen gerade unseren Bruder auf den richtigen Weg. Er muss jetzt beschnitten werden. Und die hat die Lehrerin gesagt, dass es nur so ein Buttermesser ist, womit ihr nichts machen könnt, ne? Und die Lehrerin einfach so, so. Geht weg und macht einfach gar nichts. Und danach haben die Jungen auch wieder so gehen lassen, wollten einfach ein bisschen Lachen schieben. Aber wie dumm kann man sein, ey, mit Buttermesser auf so eine Idee kommen? Einfach so, diese Faxen, Alter, irgendwie krank. Oh, ich will mich jetzt nicht pushen, aber ich muss diese Story erzählen. Das war damals so, ich kam ja neu auf diese Kennex-Schule und davor war ich ja nicht so gut in der Einführungsphase, aber in der 12 war ich besser. Und dann auf jeden Fall meinte ich so zu meinen Leuten die ganze Zeit, so zu den ganzen Kennex. Ey Leute, ich bin voll schlecht, ich schreibe nur 5, ich bin richtig Katastrophe, ich bin voll der Zombie, dies, das und so, ne? Und danach hatte ich so Unterricht mit den Kennex, melde mich so, dies, das. Und danach saß einer so neben mir und meinte, Bruder, eine Frage, und zwar, du meinst doch, du bist gar nicht so gut in der Schule. Ich meinte, ja, aber ich bin ja auch in den Klausuren richtig schlecht und so. Mit der, aber warum gibst du dann mündlich so krass? Du gibst richtig mündlich, ne? Ich so, ja, Bruder, nur mündlich. Du kennst doch uns Kanaken, wir können immer reden und so, Bruder. Aber kannst du direkt wieder finden, mit der. Aber wünschst du dann so hören, so bist du ja nur eins schreibt in Klausuren und das jetzt nur so sagt. Ich so, nein, nein, ich bin wirklich voll schlecht, ich bin wirklich voll schlecht. Und dann was passiert, Leute? Wir bekommen die Ergebnisse der Mathematikklausur, ne? Die Lehrerin liest vor. 6, 6, 6, 5, 5, 6, 6, das war ja, das Anfang Oberstufe ist immer so. Auf einmal ließ sie meinen Namen vor, meint die, ja, Halim, ne, meint die, 2, du hast die beste Klausur hier im Kurs, ne. Auf einmal, so, ich drehe mich um, diese Kennex so, ja, ich dachte, du bist echt so gut. Ich so, ey, Bruder, ich schwöre, das war jetzt nur einmal, ohne Spaß, frag mich gerade auch, wie ich das gemacht habe. Ey, Bruder, nächste Klausur wird 5, ich schwöre, safe. Hat schon eine andere Klausur, Leistungskurs, der Lehrer teilt die aus. Auf einmal, ich sehe so, der Kennex macht auf, der so, Scheiße, Bruder, 4 Minus, Bruder. Wie soll ich Abi schaffen, ja? Und danach dreht er sich um so zu mir und meinte, ey, was hast du? Und Leute, ich hab aufgemacht, ich guck so, ich seh so schon 1 Minus. Ich denk so, ey. Ja, Leute, ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich hoffe, das motiviert den einen oder anderen. Ich hab grad sogar noch die Klausur gefunden und ich hatte keine 1 Minus. Ich hab euch verarscht. Ich hab euch geprankt. Ich hatte einfach 1 Plus. Was
los mit mir, auf einmal nur eins zu schreiben, ne? Warte, ich dachte, du bist nicht gut. Ich so, nein, ey, Bruder, das war jetzt voll komisch, diese Klausur auch. Ich hab doch gar nicht so ein gutes Gefühl, Bro. Und der so, ja, aber ey, tu nicht so, Freundchen, tu nicht so. Nein, nein, ich so, hey, nein, Mann, ich schwöre, Alter, nächste Klausur ist verkackt, dies, das. Auf einmal, Leute, ich hab das nicht vergessen, kriege ich so Deutschklausur wieder. Der Lehrer so, teilt er die aus, meinte, ja, die Klausur ist nicht so gut ausgefallen, gibt hier nur eine 1, aber darüber brauchen wir nicht reden. Jeder kennt 5, 4, 5, 4. Auf einmal, ging ich meine Klausur, hab ich eine glatte 1. So. Der Lehrer guckt mich an und sagt, ja, super, wirklich super. Das war mega. Ne, und dann ist da rausgegangen, die ganzen Kanaken. Der Bruder, wie soll ich Abi schaffen, wenn ich jetzt nur 5 schreibe? Anfang Oberstufe, schreibe 5, Alter. Richtig schlecht, Katastrophe, Boing, was ist das für ein Leben? Ich schaff Abi nicht und so, ne? Und die da denkst du die 1, so, ne? Meinen die, bestimmt irgend so ein Deutscher, so ein Jan oder so, ne? Drehen die sich so zu mir. Ich bin so am Kippeln, gerade in meinem Stuhl, die so, du hast die 1, ne? Ich so, ja, Leute, und die dachten, du bist nicht gut, gehen die so ein paar Nackenklatscher, ne? Ich kann das gar nicht beschreiben und so, ich hab gar nicht gelernt, obwohl ich voll gelernt hab. Full, jeden Tag 7-8 Stunden gelernt. Danach der Höhepunkt. Wir kriegen die Englisch-Leistungskursklausur wieder. Das war die erste Englisch-Leistungskursklausur, ne? Die Lehrerin teilt die so aus, dies, das, ne? Und ich krieg meine Klausur nicht. Ich denk mir so, hä? Auf einmal so, meint die Lehrerin. Ihre Klausur habe ich gerade nicht hier. Die ist nämlich noch im Oberstufenbüro und wird noch von der Schulleitung und der Oberstufenleitung unterzeichnet, da es sich bei ihrer Klausur um einen Täuschungsversuch handelt. Ist so, hä? Wie? Ja, ich habe gesehen, dass du und deine Sitznachbarin da einige Begriffe genannt haben, die weit über dem Erwartungshorizont waren und da ihr beide nebeneinander saßt, wusste ich, dass ihr euch dann während der Klausur ausgetauscht habt. Und meine Sitznachbarin, die war richtig korrekt, die war jetzt nur Organerin, die meinte dann zu der Lehrerin, ey, nein, entschuldigen Sie, ich bin ehrlich, ich habe auf seine Klausur geguckt, der wusste das nicht, hab das bei mir dann hingeschrieben, ohne Scheiß. Und die Lehrerin, nein, tut mir leid, da mitgehangen, mitgefangen. Und dann so, die Kanaken so hinter mir gucken, die mich so an, so richtig stolz nach der Mutter, ja Mann, der Bruder ist doch ein Gangster. So, weißt du, guck mal, ich schütze ihn. Seht ihr, Leute? Seht ihr? Ich schreibe nicht mal eins. Seht ihr schon mal? Der Bruder ist auch so kriminell und so. Der ist korrekt, ja? Freuen die sich voll, ne? Auf einmal so geht die Lehrerin zu dem Oberstufenbüro, holt die meine Klausur wieder, ne? Gibt die mir so die Klausur, meint die. Ja, tut mir leid, das wirklich dir mitteilen zu müssen. Aber ich habe dir jetzt in deiner Klausur 20 Punkte abgezogen und dir eine Note runtergesetzt. Das tut mir leid. Alle so, oha, das können sie sonst machen. Sie haben dem eine ganze Aufgabe ja gestrichen und so. Am Ende auf einmal. Ich mach Klausur auf. Ich guck so, welche Note. Alle dachten jetzt 5, 6. Ich guck so, ich hab einfach 2+. Kommt zu einer Punkte. Das kann doch nicht sein, der hat 20 Punkte abgezogen bekommen. Also eine ganze Note runter. Und der hat 2+. Ja, was hat er eigentlich noch für eine Note gehabt? Guck, das ist eine Erwartungshorizont. Tschüss, du Hurensohn, du hättest eigentlich 1+ gehabt, ne? Oha, der doch so ein Nackenklatsch runter. Spaß, die Alter. Und dann heult der rum, Junge. Chill mal, Alter. Ich schwöre, ich hab 4 geschrieben und so. Guck mal, die haben die 20 Punkte abgezogen. Du hast trotzdem einfach noch, Junge, fast eine 1, Alter. Was ist das und so? Wie ist das? Ja, Leute, das waren die Abi mit Kellex-Geschichten, die ich noch so im Kopf hatte. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn dem so sei, gebt mir einen Daumen nach oben auf jeden Fall. Abonniert den Kanal, folgt mir auf meinen anderen sozialen Netzwerken, vor allem auf Facebook. Diese Sujo-Würste müsst ihr euch geben. Und dann sehen wir uns die Tage in einem neuen Video. Also, tschüss, ja.